Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zurück zu KingTVianka, der beste Reaction-Kanal in Deutschland. Wollte Braunschweig sagen, aber ein bisschen arroganter kann man doch sein. Ja, wir reagieren jetzt auf Saschka, die hat gestern ein Video hochgeladen. Leichtsinnige Placement zwischen Moral und Egal. Ich feiere irgendwie ihre Titel. Ja, Sonntag 18 Uhr, hallo. Ja, wie kann man so lecker aussehen, Digga? Ich versteh's nicht. Euer Geist, Saschka, yeah. Ja. Ich habe mich heute tatsächlich farblich so ein bisschen abgeschimpft mit meinem Studiopublikum. Aber um die soll es heute nicht gehen, denn ich habe heute ein sehr fettiges Thema vorbereitet. Und zwar hat mich letztens eine Zuschauerin auf ein Video von TJ hingewiesen. Um genauer zu sein, auf ein Placement. An dieser Stelle muss man ja wie immer, man ist ja YouTube-Kollegin, ne? Man muss das erwähnen. Ich habe ja natürlich nichts gegen TJ. Ich habe nur was gegen seine Aussagen, aber Zuschauerschaft, euch muss ich das ja nicht erwähnen. Ihr kennt mich in- und auswendig. Um welches Video geht es? Ich kenne ihn in- und auswendig. In einer von TJs Wochenshow wurde ein Placement platziert. Sponsor Burger King, Tatort, Küche. Und ich muss so viel für den Stream noch vorbereiten, ey. Und habe jetzt keine Zeit, mir noch was Ordentliches zu essen zu machen. TJ wollte anscheinend streamen, hatte dann aber keine Zeit. Deswegen hat ihm ein Freund vorgeschlagen, hey, weißt du was, es gibt doch den Lieferservice von Burger King. Dann gehst du auf Lieferservice, gibst dort deine Adresse ein und haust einfach alles in den Warenkorb, was du haben möchtest. Dann haben die sich 50 Burger und 50 Chicken Nuggets bestellt und dann. Ja, aber die veganen Sachen wenigstens, ne? Ich wollte schon sagen, so, ja, okay, das wird man halt nie im Leben aufessen, aber gut, es ist halt nur veganes Zeug, ne? Gegessen. Was so witzig ist und was TJ nicht wissen konnte, ist, dass 2 Wochen später ungefähr eine Reportage von dem Team Weihrauch rausgekommen ist, wo vom Team Weihrauch Mitarbeiter eingeschleust wurden, die im Burger King gearbeitet haben und herausgefunden haben, was für Zustände da herrschen, unhygienische Bedingungen für Lebensmittellagerung, verdorbenes Fleisch und. Scheint für meinen Kollegen normal zu sein, das Kühlhaus beim Betreten auszuschalten. Ein Kühlhaus ist ja dafür da, die Ware kühl zu halten. Wenn ich ein Kühlhaus ausschalte, kann es die Aufgabe einfach nicht mehr übernehmen. Und wenn die Tiefkühlung unter minus 18 Grad geht, muss ich dokumentieren, was ich mit der Ware gemacht habe. Im Zweifel muss die Ware vernichtet werden. Doch gibt es eben viele Punkte, die meiner Meinung nach gegen Fastfood-Werbung sprechen und noch ein anderes Placement, was ich euch aber später im Video verrate, was ich auch ziemlich für einen Arsch finde. Heute live um 18 Uhr. Teams. Hatte jetzt mal kein Team. Also mein hatte Team Aussage bin ich. Hier, ne? Und natürlich Pflanzchen. Aber mal gucken, was wir heute zustande bekommen. Mann, ja, mein Pulli kratzt, falls sich das irgendwer fragt. Ich glaube, wir haben alle schon mal die Erfahrung gemacht, dass man irgendwie um 3 Uhr morgens zu seiner Lieblingsfiliale gegangen ist oder die zumindest noch offen hatte und sich dann einen richtig fetten Burger reingeknallt hat, weil eben irgendwie der Tequila-Shot oder der Tornado dann doch zu viel war. Oh, sorry, Ron macht ja jetzt ein Sober Oktober. Oder ihr seid in einer Raststätte und Fastfood ist eben gerade die einzige Option und deswegen müsst ihr darauf zurückgreifen. Verwerflich ist das Besuchen von Fastfood-Läden nicht. Solange es die Ausnahme bleibt und nicht regelmäßig geschieht, ist es in Ordnung. Obwohl ein ehemaliger Chef einer McDonald's... Ich muss auch sagen, ich bin so gar kein Fan mehr von so McDonald's und so weiter. Heute habe ich mir ein bisschen was bei McDonald's geholt, aber fürs Video werdet ihr dann heute um 18 Uhr sehen. Aber ich bin auch so gar kein Fan davon. Also ich finde, so nach McDonald's geht es dir auch immer schlecht. Also jetzt nicht mal so kopfmäßig, sondern ich kriege immer so leichte Bauchschmerzen. Irgendwie, weil es, glaube ich, auch das letzte Dreckszeug, was du da halt zu dir nimmst, ne, wenn wir mal ehrlich sind. So, deswegen, also feiere ich das wirklich überhaupt nicht mehr. Ich bin halt auch maximal einmal alle 2 Monate, also wirklich halt nur, wenn ich getrunken habe. So, weißt du, wenn du dann um 2 Uhr denkst, so, ach Digga, komm, jetzt auch einen Burger reinhauen. Aber da bin ich eher so Team Döner, muss ich sagen. Ich finde, nach dem Saufen ist ein Döner das Beste, was du machen kannst. Als Filiale gesagt hat, geht nicht hin, auch nicht ausnahmsweise und vor allem nicht mit euren Kindern. Und ich verstehe es, nachdem ich die Bilder von Team Weihrauch gesehen habe, obwohl es sich dabei bei Burger King handelt. Mäuse im Hintergrund, die Brötchen anknabbern. Ich selbst würde dort nicht essen. Spätestens, wenn du das erste Mal siehst, dass eine Maus im Brotkorb sitzt. Gammeliges Fleisch, was nicht mehr gut aussieht, aber trotzdem in einem Burger verwendet wird. Riecht nicht gut. Ach, ist danke schön. Ha? Denn anstatt das alte und stinkende Burgerfleisch in den Müll zu werfen, spritzen meine Kollegen immer wieder Wasser darauf, damit es nicht noch mehr austrocknet. Nicht vegane Produkte, wo man dies bestellt hat und dann einfach mal aus Versehen ein Fleischpatty kriegt und sich dann denkt, Mann, das schmeckt aber wirklich echt. Jetzt erst fällt Bilal auf, dass er Fleisch für den veganen Burger genommen hat. Dabei sind 2 Wärmebehälter im Moment mit veganen Patties gefüllt. Schnell nimmt er das Fleisch wieder runter und legt es mit der Mayonnaise darauf zurück in die Wärmeschale. Der Burger, Alter, der gerade mit dem Fleisch in Kontakt gekommen ist, wird jetzt als veganer Burger verkauft. Und so kann man das Titel natürlich nicht zum Vorwurf machen, das Essen. Ja, man muss... Da muss man aber auch wirklich sagen, also ich denke, die meisten Leute, die in solchen Filialen irgendwie arbeiten, sind halt auch
weiß ich nicht, glaube ich, Leute, die, also nicht die besten Mitarbeiter, sagen wir mal so, ja. Also ich glaube, wer da arbeitet, ist wirklich, weiß ich nicht, hält nicht so viel von sich. Also ich will jetzt nicht den Job an sich kritisieren, ne, es gibt aber ja auch viele andere Möglichkeiten, irgendwie nebenbei Geld zu verdienen, ne? Irgendwie im Supermarkt arbeiten oder so, ne, das würde ich tausendmal lieber machen, als irgendwie bei so einer Fastfood-Kette. Ich wissen konnte, also bei den veganen Produkten, weil alle anderen Vorwürfe, die waren ja schon vor rund 8 Jahren da. Obwohl ich hier wirklich nicht auf Burger King rumhacken will, ne? Das ist nicht meine Intention, sondern es geht um Fastfood-Ketten allgemein. Denn egal ob Burger King, McDonald's, Konservierungsstoffe, Zusatzstoffe, viel Zucker, viel Salz. Es hat seinen Grund, warum Burger wie diese nach Jahren immer noch so aussehen. Digga, es ist 2009 letzte McDonald's-Filiale auf Island schloss, bestellte Isländer einen Cheeseburger und Pommes frites. Das sind jetzt 10 Jahre her und das Fastfood schimmelt immer noch nicht. Alter, ja, wie geht das? Burger King erkennt den Veggie-Boom. Zwar haben McDonald's, also auch KFC, sehr viele vegane Optionen, aber Burger King ist der Vorreiter und will es auch sein. Und zwar sagen sie selber, nun gehen wir neue Wege mit pflanzenbasierten Alternativen unserer Premium-Linie King Selection und mit Clean Food. Und das ist der Knackpunkt. Denn Fast Food, egal von welcher Fastfood-Kette, ist nicht Clean Food. Es ist frittiert in Fett, meistens mit einer Beilage wie Pommes oder Chicken Nuggets, mit Soßen wie Mayonnaise oder einer Süß-Sauer-Soße und einem zuckerhaltigen Getränk. So suggerieren einem solche Aussagen, dass es sich wirklich um Clean Food handeln würde und dass man mit Plant-Based gesünder wäre. Doch mit Clean Food hat das wirklich... Okay, mal gucken. Plant-Based Burger. Kalorien 240, ja. Fett 14, Salz 8, 0, 9... Rein gar nichts zu tun. Es weniger Proteine sogar, ne? Außer der Beyond Famous da. Obwohl ich dir auch nicht trauen würde, ne? Bin ich ehrlich. Doch wen wollen Fastfood-Ketten mit Werbung wie dieser erreichen? Laut einer Studie beinhalten 92% der Lebensmittelwerbung, die von Kindern gesehen werden, Fastfood, Snacks und Süßes. Im Fernsehen sind es 89%, im Internet sind es 98%. 70% der Werbung richtet sich dabei direkt an Kinder, was man wahrscheinlich daran erkennt, dass alles besonders bunt ist, in so einer comicartigen Schrift ist oder Clowns oder Tiere. Oder eben Jingles, die direkt in den Kopf gehen. Ebenfalls sind Spiele oder Tiere, die in beispielsweise Mac-Menüs mitkommen, natürlich auch ein Faktor, um Kinder zu locken und sie bei sich zu behalten. Auf YouTube erfolgte 2021 zu 2/3 Werbung durch YouTuber, beispielsweise wie TJ oder was ich auch mal gesehen habe, Lukas Rieger. So kann ein Kind, was aktiv am iPad oder Handy sitzt, bis zu 15 Mal am Tag mit Werbung zugeknallt werden für Fastfood oder Junkfood. Durch unter anderem eben normale Werbung oder durch die Werbung ihrer Lieblings-YouTuber. Also nicht, dass DJ jetzt mein Lieblings-YouTuber wäre, aber... Verraten, doch ist es. 24. Was? Ihr hättet mich jünger geschätzt? Hört mal jetzt auf. Dass die Logos der Fastfood-Ketten eben eine besondere Farbe haben oder eine besondere Form, hat seine Gründe. Denn laut eines Forschungsteams aus Amerika würden sich die Logos und Markennamen von Fastfood-Ketten einbrennen in die Gehirne von Jugendlichen und dadurch eben die Ernährungswahl von Heranwachsenden beeinflussen. Dabei wurden die Hirnaktivitäten von Jugendlichen gemessen, während ihnen Fastfood-Logos gezeigt wurden. Und dabei stellte sich heraus, dass das Belohnungszentrum im Hirn, das den Appetit anregt, eine größere Aktivität aufwies. Ja, Fastfood ist ja an sich auch lecker, muss man sagen, ne, irgendwie. Papa, ich liebe es. Das kann bei Jugendlichen zu einem gestörten Essverhalten kommen und sie können für ungesunde Ernährung empfänglicher werden, da eben diese Logos natürlich den Sinn haben, sich in ihr Gehirn einzubrennen und eine positive Erinnerung damit zu verbinden. Warum Fastfood nicht gesund ist, fragt ihr euch? Ne, fragt euch wahrscheinlich nicht, ne, aber ich muss es jetzt natürlich nochmal kurz erwähnen. Klar könnte man jetzt sagen, okay, Burger King nutzt jetzt keine Konservierungsstoffe mehr, keine Geschmacksverstärker und bla bla bla, ja, wir nutzen so viel nicht mehr, wir sind so toll und gesund. Okay, das hat zur Folge, dass eben Burger wirklich verschimmeln und nicht mehr... Stell dir mal vor, du wirbst damit, dass dein Burger nach 30 Tagen auf jeden Fall schon mies am Schimmeln ist. Ja, also wir, echt so, der schimmelt nach 30 Tagen. 2 Jahre lang haltbar sind, wie beispielsweise bei McDonald's, aber das ändert ja nichts dran, alles in Öl frittiert wird, dass es ein Weizenbrötchen ist, dass da super viel Mayo drauf ist, die auch super fett ist und dieses einzelne Salatstück auch nichts bringen wird. All das sind Kalorien, die eben gar nichts mit einem gesunden Sättigungsgefühl zu tun haben.
denn nach 2 Stunden haben wir meistens wieder Hunger, zumindest meinem Papa nach. Wenn ich mir so ein Long Chicken reinknalle, Junge, okay, ist ja sowieso meistens in der Nacht, dann bin ich sowieso weg. Zu einem gesunden Sättigungsgefühl fehlen halt Dinge wie beispielsweise Eiweiß. Also ja, was ich irgendwie aber an Sascha immer so ein bisschen, also da würde mich mal auf jeden Fall eure Meinung interessieren, noch gerne in die Kommentare. Ich finde ihre Videos irgendwie so ein bisschen langgezogen. Also es geht ja eigentlich um leichtsinnige Placements. Jetzt labert sie ja aber 7 Minuten halt irgendwas über Burger. Also ich weiß nicht so, das sind halt irgendwie so klare Sachen, die sie aber trotzdem so sehr ausholt irgendwie. So, wisst ihr, das hätte man irgendwie auch kürzer zusammenfassen können, finde ich. Ne? Das irgendwie wirkt irgendwie wie so eine PowerPoint-Präsentation. Schnell gehen muss, okay, why not? Aber dass es nicht zu einem regelmäßigen Konsum wird, das sollte einem bewusst sein. Aber das Ziel von den Konzernen ist ja nicht, dass es bei Ausnahmen bleibt. Denn laut der amerikanischen Bundeshandelskommission geben die Konzerne jährlich 1,6 Milliarden Euro für Werbung aus, um eben Jugendliche zu erreichen. Das heißt also, Heranwachsende, die gerade dabei sind, die Balance von der gesunden Ernährung zu finden, sollen so bewusst angesprochen werden. Wir haben ja einfach einen Schraubendreher, ne? Krank werden, dass vielleicht dieses Produkt total gesund ist. Und hey, guck mal, ganz einfaches Beispiel dafür ist die Milchschnitte. Da wurde ebenfalls behauptet, es ist sehr, sehr gesund. Und wenn man sich einfach mal die Zusammensetzung des Produkts anschaut, merkt man, dass es halt nicht so super gesund ist. Das hat natürlich seine Konsequenzen. Übergewicht, Krankheiten und am Ende leidet eben deine Gesundheit. Egal, wie viele Leute hier von Body Positivity reden wollen, ich ertrug das jetzt nicht. Manche Schritte gehen voran, zwar mit minimalen Schritten, aber beispielsweise London hat ein Werbeverbot für Junkfood errichtet in öffentlichem U-Bahn-Netz oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Das sind zwar kleine Schritte. Ja, ich finde generell ist irgendwie England, was jetzt so Ernährung angeht, auf jeden Fall weiter vorne. Ne? Die haben auch irgend so eine Regelung, dass, glaube ich, so Softgetränke nur noch eine bestimmte Anzahl an Zucker, glaube ich, irgendwie haben müssen oder so eine Zuckersteuer oder so haben die, glaube ich, eingeführt. Und die haben, glaube ich, so eine richtige Lebensmittelampel oder so. Ne? Also die gehen da wirklich halt relativ gut gegen vor. Und währenddessen, wir Deutschen haben dann irgendwie so einen Nutri-Score, den man aber auch freiwillig machen kann, ob man jetzt Bock hat oder nicht, ist dann eben selbst überlassen. Aber den Vorschlag gab es auch bei uns, und zwar sollte Junkfood-Werbung reguliert werden. Denn warum ist Werbung eben so gefährlich? Fastfood wird nicht als gesundheitsschädlich deklariert, einfach aus dem Grunde, weil man das ja als Ausnahme sieht, nicht als regelmäßigen Konsum. Und so ist es also vollkommen normal, übergroße Werbetafeln zu sehen mit dem Whopper oder irgendwas Neues von McDonald's, wo einem für 4,99 € gefühlt ein ganzes Buffet geboten wird. Das heißt, es ist viel zu viel Werbung für Junkfood und es ist viel, viel zu günstig. So ist das ja klar. Ja gut, aber ich meine, was ist denn jetzt ihre Kritik an dem Placement von TJ? So, weißt du, das ist das, was mich stört. So, sie sagt am Anfang, ja guck mal, TJ macht ein Placement für Burger King und sagt jetzt halt so, ja, ist ungesund, bla 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 und so. Ja, okay, es ist halt nicht gesund, das ist ja auch klar. Ich finde aber trotzdem, also bisher finde ich es nicht schlimm, dass TJ halt Werbung für Burger King gemacht hat. Also ich finde das in Ordnung. Ich finde, man muss nicht nur für gesunde Sachen Werbung machen. So. Dass man sein Geld. Ich finde das jetzt nicht so verwerflich. Also ich selber bin, ich bin kein Fan von Burger King. Ich wurde auch gerade in den Kommentaren gefragt. Ich bin Team McDonald's irgendwie schon als Kind. Irgendwie meine Mutter hat aber auch, also mag Burger King so gar nicht, ne? Und so hat die mich auch großgezogen. Also ich war auch schon mal bei Burger King. Eigentlich nehmen die sich nicht viel, aber ich finde McDonald's schon leckerer auf jeden Fall. Aber ich finde halt, also ich verstehe die Kritik nicht so, ne? Weil ich finde es jetzt nicht schlimm, dass TJ halt ein Placement für Burger King gemacht hat. So natürlich gibt es da halt negative Punkte und wenn diese Dokumentation oder diese Reportage da, dass Burger King da solche Probleme hat, erst 2 Wochen später rausgekommen ist, dann wäre es halt, also kann er auch nichts für, ne? Also weiß ich jetzt nicht so ganz, wo die Kritik jetzt sein soll. Geld, wenn man mehr dafür haben kann, eben für Junkfood ausgibt, anstatt sich einen Salat für 4,99 € zu holen bei Edeka. Das verstehe ich doch vollkommen, aber das heißt ja nicht, dass es richtig ist. Und wenn man eben 15 Mal am Tag eine Werbung sieht für Junkfood, ist ja klar, dass du irgendwann sagst, oh Mann, jetzt habe ich aber Hunger eben. Ich mache irgendwie sowieso den ganzen Tag nichts, mir ist langweilig. Und dass das eben nicht reguliert wird und dass man dann nicht eingreift, das ist problematisch. Und deswegen dürfen Neuner, auch Dankeschön Leute für den Prime Lockies, erinnert mich an das Wochenende. Lukas oder ein TJ Werbung für Fastfood-Ketten machen und das wird als vollkommen in Ordnung angesehen. Weil hey, es sind doch nur Ausnahmen, man geht doch da nicht regelmäßig essen, ab und zu darf man sich was gönnen. Wie gesagt, man darf sich ab und zu was gönnen, gar kein Problem, aber aktiv Jugendliche dazu zu animieren und dafür Geld zu bekommen, ich weiß nicht. Nee, ich weiß es, ja, macht man nicht. Nicht nur, dass du Werbung für... Ja, ich weiß, also wie gesagt, ich finde das irgendwie jetzt nicht so schlimm, wenn man halt dafür Werbung macht, ne? Also klar, an sich hat sie natürlich recht, ne? Jugendliche sehen das natürlich, gehen da jetzt vielleicht hin. Natürlich ist halt Junkfood und so weiter halt ungesund, klar. Und es gibt vielleicht auch die Probleme, dass ganz wenige Jugendliche dann, weiß nicht, ein gestörtes Essverhalten deswegen entwickeln. Keine Ahnung, habe ich jetzt selber, also gibt es wahrscheinlich 100%ig, aber wie viele das sind, da müsste man auch erstmal gucken.
Wenn man halt da aber so rangeht, dann dürftest du eigentlich von, also über gar nichts halt Werbung machen. So, also ich finde, dass es halt deutlich, also so schlimmere Sachen gibt und ich das auch, also ich finde das auch per se nicht schlimm, irgendwie Werbung dafür zu machen, nur weil es halt irgendwie ungesund ist oder zu sagen, ja gut, die versuchen halt Jugendliche zu erreichen. Ja, okay, mein Gott, dann ist das halt so. Also ich weiß nicht, ich finde das jetzt irgendwie, also ich verstehe den Punkt einfach nicht so. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll, um ehrlich zu sein. Ungesunde Ernährung machst. Nein, du stehst mit deinem Namen für einen Konzern, der eben Mäuse in der Küche hat, der seine vegane Label-Zulassung verloren hat, der für nicht besonders gute Arbeitsbedingungen steht und eben schon vor 8 Jahren gesagt hat, ja, ja, Leute, wir ändern das und eben 8 Jahre später rausgekommen ist, hey, ist irgendwie gar nicht so viel besser geworden. Weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so eine gute Idee ist, Jugendliche aktiv dazu zu animieren, diese Produkte zu konsumieren. Klar, man könnte sagen, alles in Maßen und das schadet nicht und. Aber das wurde ja nicht mal gesagt. Alles, was ich sehe, sind 50 Burger und 50 Packungen Chicken Nuggets. Da wurde nichts gesagt von, hey, Leute, bitte nur in Maßen essen und nicht vielleicht die ganze Woche und so, sondern hey, achtet trotzdem auf eine gesunde Ernährung. Das sind wirklich die Ausnahmen, weil dann hätte ich ehrlich gesagt noch nicht mal was dagegen. Ja gut, keine Ahnung, aber das ist halt irgendwie auch klar. Also warum sollte man das extra erwähnen? So, das sollte den Leuten eigentlich klar sein, dass man sich halt gesund ernähren soll. Also da, weiß ich nicht, würde ich TJ sogar in Schutz nehmen. Also er selber macht so viele Videos, dass er Sport macht, dass er sich gesund ernährt und so weiter. Ich glaube halt, es ist klar, dass er jetzt nicht den ganzen Tag zu Burger King geht. Und er hat ja selber das Placement irgendwie angefangen mit, ja hier, na, wir müssen noch so viel für den Stream vorbereiten, ich habe keine Zeit, na komm, wir bestellen halt. Na, also das zeigt ja selber, okay, na, in was für einer Situation bestellt man, wenn man halt Zeitdruck hat, wenn man keine Zeit hat, so, dann kann man halt sowas machen, ne? Ja, und irgendwas wollte ich noch dazu sagen, jetzt habe ich es wieder vergessen. Warte, wir gehen nochmal zurück. 50 Burger und 50 Packungen Chicken Nuggets. Da wurde nichts gesagt von, hey, Leute, bitte nur in Maßen essen und nicht vielleicht... Ja, genau, zu diesem in Maßen essen. So. Ich meine, ich glaube, sie hat auch ein Placement für Anything gemacht. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, sie hatte auch nicht gesagt, ja, aber kauft euch lieber gar nicht erst irgendwas auf Raten, weil Anything ist ja dieser Dienst, der, glaube ich, deine Ratenzahlung übernimmt, ne? Oder hat sie das gesagt? Wenn ja, ist okay. Wenn nicht, dann kann man ja auch sagen, so, ja, warum sagst du das nicht? So, Anything, doch, hat sie echt? Ah, okay, gut, dann hat sie Glück gehabt. Ganze Woche und so, sondern hey, achte trotzdem auf eine. Ich habe auch Werbung dafür gemacht. Bei mir stand das nicht im Skript auf jeden Fall, so ein Briefing. Hätte ich ehrlich gesagt noch nicht mal was dagegen. Dann würde ich sagen, komm, du hast es gesagt und ja, die Leute müssen selber drauf achten. Es ist so, als wäre es selbstverständlich, aber dadurch, dass man eben junge Zuschauer hat, finde ich, dass es nicht selbstverständlich sein sollte, sondern man sollte trotzdem Leute irgendwie auf ihre Risiken hinweisen. Generell fehlt mir auch bei einem anderen Placement von TJ irgendwie ein Hinweis darauf, dass es vielleicht nicht in Ordnung ist. Moin! Ich will euch heute im Video hier meinen neuen Partner für sämtliche riesige YouTube-Projekte vorstellen. Und zwar Krombacher. Ich bin ehrlich, ne? Ja, okay. Krombacher ist schon... Ich trinke auch mal gerne ein Bierchen, ne? Ich sitze auch mal gerne in der Kneipe und ich trinke mit meinen Freunden. Und auch in der Woche, ne? Wir sind Studenten, ne? Kein Ding und so. Und dann ist es auch nicht schlimm. Ich mache auch mal gerne eine Story, wo man sieht, wie ich Spaß habe. Aber mein Kooperationspartner und Sponsor ist nicht Krombacher. Und ja, es ist Bier. Ja, Bier ist ab 16 Jahre alt, okay. Und ja, Krombacher hat auch alkoholfreie Produkte. Ja, ja, ich verstehe das schon. Aber muss ich wirklich was dazu sagen? Könnte man nicht vielleicht einfach mal selber raffen und drüber nachdenken, dass man vielleicht in irgendeiner Weise mal sagen sollte, hey, Leute, passt auf, Bier ist ab 16, achtet darauf, dass ihr auch alt genug seid für Bier. Ich meine, wenn man Werbung für Produkte... Naja, 16 ist erstmal schon lächerlich, ne? Also keine Ahnung, sich mit Bier zu besaufen geht halt auch. Na, also da kannst du auch vorn abstürzen, so, ne? Wenn du jetzt als 16-Jähriger 5, 6, 7 Bier weghaust, dann bist du halt auch betrunken. Ja, also das kann ich auf jeden Fall halt verstehen. Da muss ich auch sagen, dass ich finde, man muss sich nicht unbedingt von einer Alkoholfirma auf jeden Fall sponsern lassen. Also ich habe tatsächlich, beziehungsweise Tommy hat zum Beispiel auch die Idee gehabt, dass wir ein Alkohol rausbringen in so einer besonderen Flasche. Das wäre dann quasi der Gag gewesen. Habe ich auch gesagt, so Bro, ich bin da eigentlich raus. So, ich will halt nicht Leute dazu bringen, irgendwie, also nicht dazu animieren, irgendwie Alkohol zu trinken oder so. Jeder soll das natürlich für sich entscheiden. Ne? Wenn einer der Meinung ist, er will halt trinken, dann soll er das halt machen. Joom, Dankeschön für den Prime-Sub. Aber ich werde halt nicht dafür verantwortlich sein, dass sich Leute dann halt irgendwie
Alkohol kaufen. Also ich sehe das halt so wie Sascha, ne? Ich mache auch mal eine Story, wenn ich trinke oder so. Oder ich mache auch mal meine Gags. Oder ich habe jetzt auch vorhin irgendwie mal Werbung für Kater, seinen Vater gemacht. Was man wahrscheinlich auch gegen Durchfall nehmen kann. Weil es ist halt eine Elektrolytmischung. Das ist genau das, was der Körper dann braucht. Aber jetzt wirklich so explizit Alkohol zu bewerben, weiß ich nicht. Muss meiner Meinung nach nicht sein. Vor allem, wenn man bedenkt halt, ne, es gibt super viele Leute, die süchtig danach sind. Ich glaube, an Alkohol sterben jährlich 70.000 Leute. Dann noch Werbung dafür zu machen bei einer Community, die wahrscheinlich auch teilweise aus Jüngeren besteht, weiß ich nicht. Produkt ab 18 machen würde, würde man ja auch sagen, Leute, pass auf, es ist ab 18. Ich meine, ich sehe hier nirgendwo eine Klarstellung, dass das ab 16 ist. Und ich finde persönlich doch schon sehr relevant. Ich meine, wenn man sonst immer so sauber arbeitet, könnte man vor allem bei Alkoholkonsum genauso sauber arbeiten. Und es wird hingenommen. Ganz normal, so als ob es das Normalste der Welt wäre. Hallo? Es ist nicht normal. Generell frage ich mich, ob die Umsetzung der Kooperation von TJ mit den Verhaltensregeln des Zentralverbands der deutschen Werbewirtschaft überhaupt übereinstimmt. Hier steht, kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll nicht zum missbräuchlichen Konsum alkoholhaltiger Getränke auffordern oder einen solchen Konsum verharmlosen. Und diese Aussagen in Kombination, dass Krombacher der Sponsor der Videos ist, finde ich ein wenig fragwürdig. Nachdem das Problem gelöst war, hieß erstmal, Gott lass einen reinsaufen. Und Wacken genießen. Ich meine, stell euch mal vor, ich sitze so hier und sag so, ja, Leute, mein schwierig. Sponsor ist übrigens Gorbatschow. Was dann? Und? Kannst du auch wohl selber drüber nachdenken, was die Folgen von Alkohol sind, oder? Wie gesagt, ich habe keine Probleme damit, wenn man das in einem angemessenen Konsum zeigt, ne? Also nicht, wenn ihr hier 10.000 Tornados macht, dann wird es auch wiederum problematisch. Aber wie gesagt, ich sitze auch mal in einer Kneipe und trinke ein Bier und dann zeige ich das sogar. Aber ich werde nicht dafür bezahlt. Danke für den Sponsor des heutigen Videos. Also willst du mit deinem Gesicht für Alkohol und Fastfood stehen? So, das ist es, ja? Dann mach doch lieber Rasierer für deine Balls und ESN. So, mach doch lieber das. Das hat einfach einen faden Beigeschmack. Und das sollte man eigentlich von sich selber aus verstehen und nicht darauf hingewiesen werden. Denn, hey, manchen gefällt die Werbung, manchen wiederum gefällt nicht die Werbung. Aber darauf reagiert wird nicht. Oder selbst wenn du nicht darauf reagierst, mach doch einfach mal einen Disclaimer. Sag mal so, ey, Leute, Fastfood nicht immer essen, Ausnahmen sind okay, ne? Oder hey, Leute, Alkohol nicht immer trinken, aber ein paar Ausnahmen okay, mit euren Freunden alles gut. Nicht alleine trinken, kommt ein bisschen peinlich. Aber sonst ist doch alles super. Stattdessen finde ich so eine Aussage. Wenn man viel schnell trinken möchte, ist das, glaube ich, die bessere Alternative. Ich finde, das kann man so richtig runterkippen, theoretisch. Und da kannst du mir... Ja, okay, Digga, die Aussage ist halt wirklich schon maximal dumm. Boah, Digga, das kann man ja so wegixen, das ist ja nur geil, Digga, wirklich, das kann man ja den Rachen runterhauen wie sonst was. Junge, Junge, so schnell schluckt nicht mal meine Freundin, kann ich euch sagen. Maxi, dankeschön für den Prime Sub. Ich kann wirklich nicht erzählen, dass das in Ordnung ist, denn so ein Spruch, den habe ich von Ron Bilecki erwartet oder von einem Mark Eggers. Muss nicht sein, bin ich ehrlich. Muss nicht sein. Leute, das war's mit meinem Video. Checkt meinen Sponsor Gorbatschow ab. Das wird's. Wäre echt random, wenn das jetzt einfach so eine Info war. Ja, gutes Video trotzdem. Ich muss sagen, ja, wie gesagt, also ich finde halt manche, also wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, vielleicht sehe ich das auch einfach anders. Ich finde aber auch, die 15 Minuten hätte man auch in 10 oder so zusammenfassen können. Also ich finde jetzt Burger King, da hat sie halt sehr viel gesagt, ohne so viel Inhalt. Das Burger King Placement finde ich halt in Ordnung. Rose Matter, Dankeschön für den Tier 1 Sub. Bei der Alkoholwerbung bin ich auf jeden Fall auch so, dass ich sagen würde, ja, muss auf jeden Fall nicht sein. Na, da bin ich auch sehr kritisch zu eingestellt. Na, weil wie gesagt, Alkohol ist sowieso schon die Droge Nummer 1. Es wird in Deutschland absolut verharmlost. Und dann noch Werbung dafür zu machen. Und ja, natürlich, es gibt auch Krombacher alkoholfrei. Das ist aber nicht das, was er bewirbt offensichtlich. Na, also sagt er ja auch selber in dem Clip und so weiter, das war ja auch kein alkoholfreies Ding. Weiß ich nicht, finde ich dann sehr, sehr schwierig. TJ hat übrigens in seiner Story schon gesagt, dass er darauf auf jeden Fall eingehen möchte. Ich bin gespannt.